Willkommen zu einer neuen Folge. Moin, moin. Du, ich hätte auch Bock, da überall mitzumachen. Ist mir zu teuer. Du bist bloß zu faul und zu fett. Bier-Abi. Was trinkt man heute, Rico? Bier-Abi dieses Jahr. Ja, was machen wir. Davon? Ja. Oder in Rostock. Rostock war cool. Ja, wir trinken heute... Haltet eure Leber fest. Oettinger Export. Ein alter Freund aus alten Tagen. Da verdreht sich mein Magen. So. Und was macht das 5,0 Original hier? Tja, das war, glaube ich, das letzte Mal dran. Ne? Kann das sein? Ja. Ich glaub, ja. Unbedingt das Video mal angucken. Genau. Ist hier verlinkt. Guckt euch das mal an. Hey, gucken wir uns jetzt den hier an und gültig ist es. Der kriegt gleich durch, wenn ich das sehe. Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516, Oettinger gebraut seit 1731. Nicht so schnell. 1731, ja. Prognose? Blech. Optimistische Bronze, sagst du. Blech. Ja, sehr gut, Blech. Schreib doch nicht gleich. Auspacken oder wegpacken? Ich bin ja schon, wie sagt man, vorgeschädigt. Ja, das ist, ich kann nicht mehr objektiv sein. Wieso denn? Also so wie das aussieht, würde ich allerhöchstens einen Punkt geben, weil hinten ist nichts drauf. Das sieht aus, als wenn das gerade durchgewaschen wurde. Vor was gibt es denn den Punkt? Naja, weil hier was drauf ist. Okay, ein Punkt. Deutsche Reinheitsgebot hat es auch, aber das kommt ja da unten. Das ist immerhin in eine Glasflasche. Ja. Da müsst ihr eigentlich schon wieder fast einen zweiten Punkt geben. Ja? So. Augensucht oder Augenflucht? Ja, naja, gucken wir mal. Okay, ausgewaschene Glas natürlich. Ja, nimm mal dein Glas mal. Hm. Du trinkst schön aus der Pulle. Die wurde schon oft benutzt. Mhm. Aber bestimmt der Uwe auch dran. Der war auch dabei. Der Uwe ist auch dabei. Und ein paar geile... Da kriege ich ja nichts. Ja, aus der Flasche ist immer ein bisschen komisch. Gut. Gut! Der Schaum muss zu sehen sein, Mensch. Sieht aber gut aus. Ja, weil du jetzt so motiviert eingegossen hast. Ah, ich freue mich schon richtig drauf. So den ersten Schluck. Ja, sieht wirklich gut aus. Zwei Punkte. Naja, in dem Sinne müsstest du dem 3 geben. Was spricht mit uns? Ja, meinst du? Weißt du doch. 3 Punkte, ja. Ewig 3. Das kenne ich nicht. Bei Mutant Erty. Mal sehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht trügt mich ja auch meine Erinnerung. Naja, gut. Gaumen hier oder Gaumen hier? Riecht gut abgestanden. Hat so eine richtige... Abgestandener Raucherraum. In der Ecke gekotzt. Du, ich hab schon Schlimmere getrunken, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was denn zum Beispiel? Na. Wo ist denn das Export? Wer ist denn das da? Oh, jetzt. Naja, der Nachricht. Das andere da. Feldschlösschen zum Beispiel. Ja? Oder Sternburg. Na. Hm. Die müssen wir eben mal gegeneinander antreten lassen. Boah. Naja, nee, also. Okay, also der erste Schluck, also umso mehr man davon trinkt, umso schlimmer wird das eindeutig. Gebe ich dir recht. Das hat schon. Das muss der Uwe getrunken haben. Boah, Alter.
Das ist... Ja, ist der Schock ist wirklich okay. Ja, und dann wird es aber, wie du schon sagst, das wird dann nicht besser, es wird dann schlimmer. Das ist schon interessant. Da muss ich... Willst du mal riechen? Nee. Ja, das ist, ja, hat mehr und mehr den Charakter von Waschwasser. Oh, Alter, ey. Ja, was hast du denn? Gaumenliebe oder Gaumenliebe? Ja, nee, ist nicht meins. 4, 5, 6. Übertreib hat nicht. 4 oder 5? Naja, 5. Special Points? Preis vielleicht? Der Preis, der ist bei 59 Cent. Mhm. Also das auf jeden Fall ein Special Point. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, stimmt. Und noch was? Glasflasche. Das ist gut, ein Punkt. Also. Deutsche 3-Nights-Gebot. Du, wir haben hier extra eine Eimer. Steht drauf. Deutsche 3-Nights-Gebot, ja. Wer prüft das? Der Uhr. Uhr! Ich muss auch mal so aufstoßen jetzt davon. Ja, das war wie damals. Export hat mir nie wirklich so gut geschmeckt. Man hat zwar getrunken, aber. Weil man nichts hatte. Man war halt mittellos. Wer ist mal in die Politik gegangen? Ja, wir übertreiben natürlich immer ein bisschen, aber ganz ehrlich. Nee, echt nicht. Lass ich jetzt so stehen. Ich habe noch ein paar Bier-News zum Thema. Vom 2.12.23 ist schon ein bisschen her. Aber passt so gut. Zu Oettinger. Mehr alkoholfreies und neues Design. So will Oettinger sein Billig-Image loswerden. Von www.chip.de, der Link ist hier unter dem Video. Ich werde auch nicht das ganze, den ganzen Beitrag hier vorlesen. Mal chip.de testet ja jetzt auch alle oder was? Fragt mich nicht, keine Ahnung. Die bayerische Brauerei Oettinger will ihr Image aufpolieren und moderner werden. Das gab der neue Geschäftsführer Stefan Blaschek gegenüber der Lebensmittelzeitung bekannt. Gelingen soll das durch einen Relaunch der Originalmarke und einer größeren Auswahl an alkoholfreien Getränken. Um das Billig-Image abzustreifen, soll vor allem die Optik der Hauptmarke moderner gestaltet werden. Zeig mal eine Kamera. Wann wurde das geschrieben? 2023 am 2.12. Ja, das haben die natürlich voll. Schon, nee. Haben sie echt, also sowas von modern und aktuell. Da muss ja die Hälfte abgefallen sein beim Transport. Der Relaunch, bei dem Qualität, Geschmack und Bodenständigkeit der hauseigenen Biermarke stärker nach außen transportiert werden soll, ja, stimmt, das findet haben sie nach außen im, gekippt, findet im Frühjahr 2024 statt. Vielleicht kommt es noch. Na, dann ist das die letzte Charge noch. Vielleicht testen wir das dann noch mal. Wir testen da das dann noch mal. Schon drauf. Aber ich trinke kein alkoholfreies. Zudem, nee, wir trinken ja die Original. Wie war das? Was stand hier? Die Originalmarke. Naja, dann. Hier, durch einen Relaunch der Originalmarke. Ja. Zudem, also kommt noch mehr, gründete Oettinger eine neue Dachmarke, da welcher zukünftig das Geschäft mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken im In- und Ausland laufen soll. Ja, das läuft bestimmt besser im Ausland. Bis 2026 wollen wir 40% unseres Umsatzes mit alkoholfreien und innovativen Getränken erwirtschaften, gab dieser neue Geschäftsführer bekannt. Oettinger will Functional Drinks auf den Markt bringen. Der weiß aber schon, dass Oettinger ein Bier ist. Ich weiß auch nicht, also... Das Geschäft mit dem Functional Bier, das kann ich gut, also in Deutschland kann es nicht gut laufen. Wenn ich mir angucke hier, Joybräu, habe ich da nie gesehen so im Supermarkt. Nein, ich auch nicht. Dann kann es ja nicht doll laufen. Oder die bemühen sich nicht oder was? Ja, keine Ahnung, ich meine, das ist so wie, ich will meine vegane Beefy haben. Oder? Ich meine, entweder nehme ich mir einen Blatt Salat oder ich hole mir eine Wurst. Kann ja jeder anders sehen, aber ich sehe das so. Und Bier ist, da ist Alkohol drin. Ich möchte ein Bier, aber alkoholfrei. Was noch aus dem Artikel hervorgeht, ist ein Zitat von dem
wir müssen teurer werden. Auch beim Oettinger zahlen Kunden wohl bald mehr drauf. Ja, wenn die Qualität stimmt, sehe ich es ein. Haben wir, glaube ich, auch schon. Ich glaube, Oettinger war schon mal billiger. War sie auch, ja. Ja, ja. Ich glaube, die waren damals mal bei 30 Cent oder irgendwie so. Also der ganze Artikel hier unter dem Video, einfach den Link anklicken und dann seid ihr schon da. Also Oettinger, ja, dann wünsche ich euch gutes Gelingen für den Relaunch. Ich hoffe, es wird besser. So. Ja. Naja, Und wenn es so ist, dann ist der Rico auch wieder dabei. Das muss auch billig machen, jedem ist ganz klar. Ja, natürlich. Ich meine, für jeden Geldbeutel ein bisschen was. Naja. War ja schon früher so, wenn du nur Euro hattest, dann hast du dir halt drei Oettinger gekrallt, anstatt. Nee, ich ja nicht, aber gut. Im Dunkeln hast du das eh nicht gesehen. Und auf Vierer hast du das auch nicht mehr geschmeckt. Da war nein, egal. Der Trick ist, du musst ein Jute-Bier kaufen. Oder drei, am besten, also wenn der Geldbeutel das hergibt, drei Jute-Bier. Ja, und dann danach, genau, danach kannst du ja, geht bitte vernünftig um mit dem Alkoholkonsum. Ne? Ich meine, dann brauchst du nicht wundern, wenn du dann kotzen gehst und dir brennt der Schädel am nächsten Tag. Das ist mir noch nie passiert. Hauptsache war geil. Ich hab noch nie gekotzt. Hast du noch einen Witz? Ich bin noch nicht ganz am Uwe. Blondinenwitz. Oh, war ja. Warum trinkt eine Blondine ein Bier auf dem Dach? Natürlich, weil der Typ aus der Bar meinte, das Bier geht aufs Haus. Ich hab hier noch was. Ja, mach mal lieber neu ein. Das ist jetzt nicht gegen irgendeine. Wer eine Blondine, entschuldigst du dich nicht, oder was? Ein Teppichhändler kann auch ein Schwarzer sein oder ein Weißer mit blauen Augen. So, jetzt habe ich es euch gezeigt. So, Teppich und Bier. Ein Teppichhändler behauptet, dass er jeden Teppich mit verbundenen Augen ertasten kann. Die anderen glauben ihm das nicht und versprechen ihm für jeden richtig ertasteten Teppich ein Bier. Kurzum, er hat alle Teppiche erraten. Am nächsten Morgen erwacht er mit einem gewaltigen Brummschädel. Ja, so. Seine Frau beachtet ihn gar nicht. Bist du böse, Schatzi, weil ich gestern so besoffen war? Böse? Schnappt sie zurück. Böse, weil du besoffen warst? Nein. Böse, weil du mir das Zimmer voll kotzt hast? Auch nicht. Sondern böse bin ich dir, weil du zwischen meine Beine gegriffen hast und dabei gemurmelt hast, alte Kokosmatte. Ich dachte, da kommt was anderes, aber gut. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. So. Also? Uwe, Prost. Prost, Uwe. Ja. Ich glaube, der Uwe auch dabei ist. Also ich hatte wirklich mal schlechtes Bier. Zum Beispiel ein Bier, was wirklich nach Waschwasser geschmeckt hat. Ja, in der Bar. Aber nicht aus der Flasche. Uwe? Nein, ich habe da jetzt keinen. Warum guckst du mich so an? Spinnst du? Hast du ihn drin gehabt oder was? Du hast keinen Uwe da oder was? Ja, den halt nicht. Nee, wahrscheinlich liegt das auch daran, weil das Bier durchgehend so ist. dass man den Uwe ja nicht mehr erkennt. Hör mal auf. Naja, jetzt. Was soll ich denn dazu sagen? Also ja, von oben. Ja, von oben. Ja, gibt eine Uwe, Mann, ey, gibt's da nicht. Backup-Faktor? Na, das ist ja alle. Und den Kotzfaktor kann ich dir erst morgen sagen. Das ist, weil wir alle geben für die Patienten, wollte ich sagen. Für unsere Patienten. Für unsere Zuschauer geben wir hier alle, deswegen trinken wir das auch aus. Weil wir müssen ja den Uwe auch testen, aber richtig. Normalerweise. Außerdem will ich das Pfandgeld abgeben. Hast du dann Wegkipp-Faktor oder nicht? Nee, ich hab's ja ausgetrunken. Also ich würde aber auch, ich würde das nicht. Ja, das Ding ist, du würdest es ja nicht öffnen. Ich würde es ja nicht kaufen. Ja, genau, aber also du wirst halt wegkippen. Ja, aber nur habe ich es ausgetrunken. Da, wir können ja jetzt, der Wegkippfaktor ist halt Wegkippfaktor und nicht Kauffaktor. Ja, aber ich kann ja nicht sagen, ich würde es wegkippen, wenn ich es austrinke. Das ist doch unglaubwürdig. Na, wir haben oder minus 1 und minus 2. Ja, oder ich kaufe mir nächstes Mal ein Bier, mach die Pulle auf und sage, nee, das war, kipp das weg. Das war doch deine Idee, dass das Wegkippfaktor ist. Dann nennen wir es halt Kauffaktor. Ja, aber wir hatten auch andere Biere, die wir ja nicht so weit ausgetrunken haben. Das stimmt. Das ist verrückt. Ja. Also austrinken.
Ja. Oder weg, Krippen minus 1. Wo sich langsam schon meine Leber bemerkbar macht hier. Aber wenn die wüsste, was ihr noch erwartet. Alter. So. Ich bin bereit für Blech. 12. Alter, ist das knapp gewesen, Alter. Gerade so. Dein Glück. Ja, ansonsten hättest du ja Harald hier von wegen deabonnieren und Alter. So. Blech ist 6 bis 12 Punkte. 12 Punkte, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gib dein Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Heute macht er ein Rewatch, Revival oder Relaunch. So, und wir machen dann eine Reaction. Oder eine Reaction. Mensch, stoß an hier. Sieht doch keiner, dass alle. Das, Mensch. Na, ich stoß von dir beim. Mein Gott, Daddy. Prost. Das ist auch ja nicht. Warte. Inszeniert. Mann. Übrigens, wir stoßen an mit Bitboa. Könnt ihr euch auch mal das Video ankicken. Und außerdem merkt es euch, ihr müsst immer einen Schluck Bier drin haben in der Flasche, damit ihr jederzeit anstoßen könnt. Ja, ich immer bei meinem Schluck Bier. Natürlich. Gut. Was trinken wir als nächstes, Rico? Ich glaube, wir machen eine Doublette draus. Oh, ja. Und trinken okay. Das nächste Mal. Ja, gut. Die zweite Variante, die ich hier letztens beim Edeka gezuckt habe. Und zwar das gute alte. Das feinste. Oettinger Pilz. Ja, warte noch. Was willst du da jetzt noch rein? Ich überlege, Mann. Ich bin sprachlos, wenn ich das sehe. Also, verpasst das Video nicht. Also, abonniert den Kanal, damit ihr das Video nicht verpasst. Ich habe jetzt auch langsam die Fresse voll. Wir sehen uns. Wir müssen uns erstmal beide hinlegen und. Naja, erstmal ein Pitbull raustrinken und mal gucken, was denn die Leber sagt. Ja, die Leber braucht erstmal einen Magen auf Freumer her. Bis demnächst. Magen auf Freumer. Bis demnächst.